Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, wo ich eben schnell die Transfers, die jetzt bei FIFA 12 Ultimate Team durchgeführt wurden, ja, erklären und erzählen möchte. Zuallererst hätten wir da Kagawa, der von Borussia Dortmund zu Manchester United wechselt und außerdem von 82 auf 84 aufgewertet wurde. Dann haben wir Nesta, den Innenverteidiger von Milano. Der wurde aus den Packs entfernt, da er zu Montreal Impact gewechselt ist. Und ja, ist nicht mehr in Packs verfügbar. Dann hätten wir Forlan. Der wechselt von Inter zu Internacional Porto Alegre, ist das, glaube ich. Ja, dann hätten wir Handanovic. Der wechselt von Udine zu Inter und erhält nebenbei noch eine Aufwertung um 3 Punkte, denn eigentlich hatte er 79. Jetzt hat er 42. Die Preise sind natürlich verrückt hier, wenn man sieht, bei Kagawa 70.000. Der wird sich in 2 Wochen wieder relativ einpendeln, denke ich. Dann haben wir Didier Drogba, der aus den Packs entfernt wurde, da er nach China zu Shanghai Shenhua wechselt. Adebayor, der von Manchester City an die Tottenham Hotspur ausgeliehen war und jetzt zurückkehrt, die Leihe ist beendet. Dann haben wir Podolski, der ja von, wie bekannt ist, von Köln nach Arsenal wechselt und dort schon teilweise als ja, guter, wichtiger Spieler gesehen wird, zum Beispiel von auch berühmten YouTubern. Wir werden sehen, ob es bringt. In der Bundesliga hat er sehr gut gespielt letzte Saison, bei der EM hat er ziemlich scheiße gespielt, aber gut. Dann hätten wir Diego Lopez, der wechselt von Villarreal zu Sevilla. Villarreal ist ja völlig überraschend abgestiegen, die waren im Jahr davor noch im Halbfinale der Euroleague und dann steigen sie ab, also das war, ja, vor allem mit Spielern wie Rossi und Nilma und Borja Valero und wirklich guten Spielern abzusteigen, muss man erstmal schaffen. In der spanischen Liga wohlgemerkt, wo die unteren Teams nicht gerade die stärksten sind. Naja, dann hätten wir Diego, der von seiner Leihe von Atletico Madrid zum VfL Wolfsburg zurückkehrt und somit der geschätzt 200. Spieler im Kader ist. Wir hätten Pizarro, den die Bayern verpflichtet haben nach der erfolglosen Saison. Und ja, die haben sich halt gedacht, ja, holen wir uns 4 Stürmer, dann wird es schon passen. Ebenso wie eben auch hier drüben Mandzukic, der kommt vom VfL Wolfsburg. Mandzukic hat sich, ja, war ja zusammen mit Busquets auf der Schauspielschule. Sieht man auch heute oft noch. Dann hätten wir Tim Wiese, der von Werder Bremen zu Hoffenheim wechselt. Der wird sich auch ärgern, denke ich, weil Bremen hat ja zur neuen Saison wieder pinke Torhüter-Trikots und das wäre ja was für ihn. Dann haben wir Lucio, der von Inter Mailand zu Juventus wechselt. Palacio, der wechselt von Genua zu Inter und erhält auch eine Aufwertung von 80 auf 82, also ja, ist jetzt besser. Dann hätten wir Montolivo, den deutschen Italiener, der auch fließend Deutsch spricht, also seine Mutter aus Deutschland ist, der wechselt von Florenz zum AC Mailand. Dann Di Vaio wird ebenfalls aus den Packs entfernt, da er genauso wie Nesta zu Montreal Impact wechselt. Giovinco wechselte von Parma zu Juve, seine Position wurde verändert vom zentralen offensiven Mittelfeldspieler zur MS eben. Und außerdem erhielt er eine Aufwertung von 81 auf 82. Dann hätten wir Jisung Park, der bisher ja bei Manchester United spielte und jetzt allerdings zu QPR gewechselt ist. Also er bleibt in der englischen Liga der Südkoreaner, aber eben bei den Queen's Park Rangers. Dann hätten wir Felipe Melo, der jetzt neu hinzugefügt wurde zu den Packs. Also zu Juventus. Denn er war zuvor ausgeliehen an Galatasaray. Und ist jetzt eben zurückgekommen und von daher wieder verfügbar, da die türkische Liga nicht im Spiel enthalten ist. Dann hätten wir Lucas Barrios, der aus den Packs ebenfalls entfernt wird, da er auch so wie Drogba nach China wechselt, zu Guangzhou, einem chinesischen Erstligaklub. Dann hätten wir Eden Hazard, der von Lille zu Chelsea wechselt und eine Aufwertung von 85 auf 86 erhält. Die Karte, die ich jetzt hier beobachtet habe, ist ein bisschen unvorteilhaft, da sie die Position geändert wurde. Er ist eigentlich ein linker Flügel. Aber auch hier klasse Werte, 90 Tempo, 91 Dribbeln, 81 Schießen, also wirklich ein überragender Spieler, muss ich sagen. Dann hätten wir Giroud, der von Montpellier zu Arsenal wechselt. Giroud war ja, glaube ich, sogar der Torschützenkönig der Liga. Und
verstehe ich jetzt nicht, wieso er keine Aufwertung bekommt nach so einer starken Saison. Mit vielen Informs auch. Dann hätten wir Jordi Alba, der ja bei der EM durchaus überzeugen konnte. Der wechselt von Valencia zu Barcelona und außerdem wird seine Formation seine Position verändert. Der war bisher linkes Mittelfeld, jetzt ist er Linksverteidiger. Damit hat Barcelona auch mal einen guten Linksverteidiger im Spiel. Bisher hatte man da ja nur keinen guten, soweit ich weiß. Außerdem erhält er ein Upgrade von 77 auf 81, also 4 Punkte, nicht schlecht. Dann hätten wir René Adler, der bekanntlicherweise von Leverkusen nach Hamburg wechselt. In Leverkusen ist Leno ja jetzt die feste Nummer 1. Und Adler war jetzt auch lange verletzt. Und fängt jetzt bei Hamburg nochmal neu an. Dann hätten wir Raúl, der wird aus den Packs entfernt, da er nach Al-Sadd wechselt in die Scheichliga. Da wird er sicherlich auch mal richtig, richtig viel Geld kriegen. An Gehalt dort. Dann hätten wir noch Marco Reus, der ja von Borussia Mönchengladbach für, ich glaube es waren 17 Millionen, zu Borussia Dortmund wechselt. Ein kleines Upgrade erhält von 81 auf 82 und außerdem seine Position abgedatet wurde. Zuvor war er rechtes Mittelfeld und jetzt ist er zentraler oder zentrale Spitze MS. Außerdem haben wir noch Lavezzi, der ja von Neapel zu Paris wechselt, Paris Saint-Germain, die jetzt auch so diese Manchester City und Chelsea Tour abziehen und anscheinend ja auch an oder kurz vor der Verpflichtung von Ibrahimovic und Thiago Silva stehen, also ja, sie ruinieren den Fußball, aber mir soll's egal sein. Okay, eigentlich nicht. Egal. Jedenfalls erhält er auch ein Upgrade von 85 auf 86. Was man jetzt mal denken darf, oh, er hält nur einen Punkt drauf, aber seine Statistiken haben sich enorm erhöht. Denn seine bisherige Karte hatte 92 Pace, das bleibt gleich. 90 Dribbling, das wird hier auf 94 erhöht. 76 Schießen, das wurde hier auf 82 erhöht. Und 72 Passen, das ebenfalls auf 82 erhöht wurde. Also für einen Punkt, der dazu kommt, eine sehr, sehr gute Veränderung, eine sehr, sehr hohe Erhöhung. Und ja, es sind nämlich dieselben Werte wie Lavezzi bei seiner Inform-Karte aus dem Team der Woche 13 erhielt. Also wurden diese Inform-Statistiken hier übernommen. Wie schon gesagt, die Spieler sind zur Zeit, jetzt wo sie neu sind, noch extrem teuer. Das sieht man an Lavezzi, 37.000. Wobei es hier auch ein bisschen Sinn macht, da er wirklich sehr, sehr gut ist. Aber gerade Olivier Giroud, sehr lahm. Zwar ein guter Schuss und auch ein guter Kopfball, aber für die ganzen Pace-Huren, die es da gibt, absolut nichts. Und trotzdem geht er für über 10.000 über die Bühne. Eden Hazard hier für 89.000. Also Unsummen, die hier bezahlt werden teilweise. Das geht mit 3.000. Gut, den hat keiner gekauft. Aber zum Beispiel auch, wenn man sich anschaut, wo ist er? Gerade die Spieler, die eben in die Premier League gewechselt sind, gehen für Unsummen über den Tisch. Podolski geht zwar nicht so hoch, wie hier angeboten wird, aber dennoch sehr, sehr hoch. Also es ist unglaublich. Kagawa für 70.000, das ist immer noch, ja, das Übertriebenste hier. Aber gut, das war's dann auch schon von mir. Ich hoffe, ich konnte das ein bisschen ausführlicher erklären als diese Tabelle, die EA dafür veröffentlicht hat. Die werde ich allerdings auch nochmal verlinken in der Beschreibung und da kann man sich das Ganze durchlesen. Da steht das Ganze nochmal in schriftlicher Form, in Tabellenform, die Veränderungen vom Team, von der Bewertung und. Und von daher bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.